Genau. Irgendwann habe ich es hier anders gemacht, oder? Ja. Ich bin hier, glaube ich, ein zu hoch. Ja. Jetzt können wir. Haha. Ha. Ha. Jawohl. Da kommt sie doch mal wieder zum Einsatz. Die schöne Silktatsch-Spitzhacke. Jetzt haben wir keine Steine mehr. Wo sind die ganzen Steine geblieben? Oh nee, nee, jetzt muss ich. Aha, jetzt muss ich auch noch. Jetzt muss ich auch noch. Colored Cobblestone Grey, Dankeschön. Das ist supi. So. So muss das sein. Genau, ich bin auch blöd. Und das ist ein Tief, ne? Genau. Dann machen wir das, ist die Außenwand. Und dann machen wir hier Monsieur Le Stone Duglo. Duglo du Stone. Stone Duglo. Genau. Machen wir hier 1, 2, 2, 1. Und hier jeweils 2. Hier hinten können wir das nicht machen, ne? Weil ich glaube, das wird zu hell für die. Ja, genau. Das war der Grund, warum ich eigentlich keinen Stein nehmen wollte. Wieso verteilst du denn den Stein, wenn ich das nicht möchte? Danke. So, dann kriegen wir schon mal. Ey, hier haben wir schon wieder 34. Supi. So, ich glaube, hier hinten müssen wir es zumachen. Weil wenn das hier hinten zu hell wird, dann wächst ja der berühmte nicht. Und das hatten wir ja drüben, als wir noch im Dorf unser kleines Häuschen okkupiert hatten. Da war das ja so, dass wir, wie heißt es? Machen wir einmal so, ist ja egal. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, weil das ist natürlich, muss natürlich jetzt unbedingt Monoblock sein, was so ungefähr 6 Stunden braucht. Bis es da ist, genau so. Genau, das haben wir drüben schon mal ausprobiert. Und da hatte ich nämlich Eisenbeerenbüsche oben. Und das hat nicht funktioniert. Oh! Apropos Eisen. Oh! Ne, Kupfer nehmen wir nicht mehr mit. Da muss ich mich jetzt echt angewöhnen. Ich weiß, ich nehme gerne alles mit. das ist so ein Hobby. Aber kein Kupfer mehr. Ne, wirklich nicht. Weil Kupfer ist Quatsch. So, wir gehen mal eben kurz Glowstone holen. Der Quatsch, wie heißt das hier? Holen. Cobblestone, genau, Glowstone, nicht mehr bescheuert. Aber müssen wir noch hier oben haben, ne? Haben wir hier noch Cobblestone drin? Nee, siehst du, hier haben wir nämlich auch noch unglaublich viel Marmor. Wow. Und kaum noch Dings, genau. Okay. Packen wir das mal eben hier rein. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Den eigentlich auch nicht, aber ist jetzt egal. Okay, wir haben nur 18. Na, wir müssen einmal rauf. Das ist ja Quatsch jetzt hier. Oh, Mensch, Rudi. Ich war auf dem Weg zu dir mit Rattenfleisch. Ich muss es nochmal wiederholen. Ja. Und du musst sterben. Ach, leck mir am Fuß. Mir ist vollkommen egal. Nee, Steine waren nur da drüben. Ich war doch richtig. Ich bin richtig durcheinander jetzt. Danke. So, haben wir denn noch Cobblestone irgendwie? Wir haben noch genug Chromatit, oder? Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Wir bauen ja eh noch ein bisschen aus da unten. Von daher, da werden wir noch was kriegen. Aber jetzt will ich das mal eben kurz fertig machen. Genau. So, dann habe ich mir überlegt, dass wir hier unten die normalen Büsche machen. Und dann werden wir ein tiefer gehen für das und für die Goldbeeren. Büsche. Hallo! Wer hat Ihnen erlaubt, hier in meinem Keller einen Lauten zu machen? Überhaupt niemand. Ist doch wohl mal eine Frechheit. Also manche Zombies, ne? Skelette natürlich. Das war jetzt ein Skelett. Oh, da müssen wir eben auffüllen. Das ist natürlich jetzt blöd. Gehen wir mit dem Glowstone weg. Ich habe schon gedacht, hä? Ist eine Höhle? Nein, natürlich nicht. Wir haben natürlich rumgeaast wie ein Wilder. So, jetzt müssen wir eben chiseln. Nee, jetzt habe ich nur 19 Steine mitgenommen. Ach nee, ich habe ja, genau, richtig. 46, ja, intelligent, Junge. Das ist ja jetzt auch wieder wow. So. Das Mysterium, nenne ich das mit Rudi übrigens jetzt, habe ich gerade spontan beschlossen.
Es ist blöd mit den Zweiern hier, weil zwei Glowstone sind eigentlich zu viel für den kleinen Raum. Aber einer ist auch blöd. Oh, genau. So, dann wollen wir mal gucken. Nein, nicht den nehmen. Herr des Himmels. Herr of the Heaven. So, ich würde sagen, dann machen wir das bis hier. Hier noch, oder? Und hier machen wir dann einen kleinen Durchbruch und gehen noch eine Etage tiefer. Genau, das wäre jetzt so die Idee. So, jetzt gucken wir mal eben. Ja, mach schneller. Ich muss da unbedingt mal Haze draufpacken, glaube ich. Das ist, aber wir haben jetzt ja Redstone. Müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir das hinkriegen. So. Genau. Haben wir noch vier? Ja. Come on and dance with me. And nimm die Schlappen aus dem Schrank. Ach, wir haben die Decke noch gar nicht gemacht. Das ist auch gut. Genau, dann würde ich hier sagen, wie so eine kleine Galerie. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas Besonderes reinpacken. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht irgendwelche Rüstungsteile oder. Keine Ahnung. Gucken wir nochmal. Das müssen wir auf jeden Fall zumachen. Oder nee, hier wollten wir es auch noch machen, glaube ich. Ne, bis hier. Oder? Genau, wir kommen runter. Das kommt ja dann weg, weil die kommen eins tiefer. Und dann wäre der Durchgang. Ja, das ist aber blöd, weil hier ist die Mitte. Also müsste da der Durchgang hier sein. Genau, also können wir das erstmal zumachen. Oh. Genau. So. Das mache ich jetzt nur mal für uns, also für mich, für uns. Sonst komme ich gleich durcheinander. Genau. So. So, das heißt, hier links weiß ich noch gar nicht, was wir machen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt dann hier nochmal eine Etage tiefer. Genau. So, wo ist jetzt die Mitte? Wupsi, wäre die, ne? Genau. Eins. Zwei. Drei. Hier. Jetzt gehen wir mal steil nach unten. Ganz steil mit einem Affenzahn. Habe ich gar keine Dings mehr mit. Hallo. Hello, Mister. Hä? Hatte ich keine Dings? Fackeln. Eigentlich, ich könnte das Wort auch nutzen. Habe ich gar keine Fackeln mehr? Nö, anscheinend nicht. Ah, wir haben noch Dings, da, genau. Stöcke und hier Gummibaumfrüchte. So, machen wir eben ein paar Fackeln. Close brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. So, dann können wir schon mal hier Fackeln im Sturm sozusagen. Ja, das waren noch die 80er. Fackeln im Sturm. Damit wurde Patrick Swayze berühmt. Ein Südstaatendrama, damals ein sogenannter Straßenfeger. Millionen von Menschen haben das geschaut. Mit Or Remain. Und Patrick Swayze wurde ein Riesenstar, bevor Dings, glaube ich, war das sogar noch, bevor Dirty Dancing. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, weil ich das spontan jetzt nicht bei Wikipedia gucke. Nach dem Motto, stimmt das überhaupt? Die meisten wissen ja heute nicht mehr viel. Die haben ja nur die Fakten. Und dann gucken sie mal bei Wikipedia und sagen, ah, das ist aber falsch. Das steht bei Wikipedia anders. Und dann fragst du, weißt du überhaupt, was das heißt? Was das bedeutet? Nein. Aber ich habe den Fakt. Okay, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen tief, ne? Finden wir nicht? Ich habe es einfach gelabert. So, das heißt, wir gehen hier runter. Eins, zwei, drei, vier. Und dann müsste hier eigentlich. Oh, jetzt muss ich wieder zubauen. Das ist ja blöd. Haben wir denn noch ein paar Steine übrig? Nee. Gucken wir mal eben. Machen wir eben so. Genau, das müssen wir eben wegmachen, weil das ist mir jetzt doch zu tief da unten. Ja. Ja, bauen wir doch wieder zu, was wir gerade aufgerissen haben, oder? Kann man doch auch. Steine haben wir ja. Warum sollte man das jetzt nicht machen? Ja. War eine ganz tolle Serie. Ging, glaube ich, um die Südstaaten. Also Kampf der Südstaaten, hier Bürgerkriege in den USA. Aber super Serie. Und tolle Schauspieler, Oliver Reed und so weiter. Ja.
Jetzt spricht er wieder von früher. Ne? Ja, macht er. Genau, ich würde sagen, wir gehen bis hier. Dann haben wir wie viele Stufen? Also hier gehen wir rein, dann haben wir 3, 4 und mit der fünften ab hier käme dann der Weg. Der Dings. Der Bums, genau. Machen wir eben zu, dann sage ich, was der Bums ist. Genau, so, dann bauen wir das. Bauen wir gleich wieder weg. Aber ich brauche das jetzt für die Optik. Genau. So, das brauchen wir. Das brauchen wir erstmal nicht. Genau. Und wie immer haben wir jetzt zufällig Ecken dabei. Ja. Sehr schön. So, das heißt, hier kommen wir rein. Und hier geht's runter. Genau. Wir lieben doch unsere Wedges. Hör mal. So. Jawohl. Die auch noch. Ja. Jetzt müssen wir doch mal einmal einen Kopper wieder mitnehmen. Aber wir müssen echt aufhören, Kopper mitzunehmen. Weil wir haben davon eine Tonne. Und wir brauchen den ehrlich gesagt so gut wie gar nicht. So. Ich habe gesagt, ab hier dann. Da ist der Weg. Genau. So, dann müssen wir das noch wegmachen. Das noch. Das noch. Das, das und das. So. Dann haben wir nämlich das, das, das. Ja, ja. Das haben wir auch. So, dann wäre ab hier der Raum. So, und hier unten machen wir jetzt nur Gold und Ehren. Hier. Wie heißen sie? Essenzbeerenbüsche, genau. So, jetzt gucken wir mal eben. Hier wäre dann 1, 2 und dann würde ich aber schon ab hier den Raum machen, genau. So, 1, 2. Und genau, wir machen das, weil das halt, ne, dieses sozusagen das Besondere ist. Ab hier wäre der Raum. Das heißt, hier müssen wir reingehen. 1, 2, 3. Haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, richtig. Also ich gehe jetzt einmal durch. Letztes Mal habe ich ja falsch. Oh, ich habe das Mikro so weit weg. Sorry. Ist aber Samstag und gemütlich. Ich mache das ja so in meiner Freizeit. Freitag. So im Feierabend. Ne? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. So. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 zur Seite. 4 zur Seite. Okay. Machen wir noch jeweils 3. Dann haben wir 7, 7. Und da müssen wir 14 rein, richtig? Dann haben wir es nämlich wieder. Ne, es sind 3. 1, 2, 3. Und hier sind es. 1, 2, 3. Oh, da ist ein mehr, ein vierter. Und hier sind 3, ne? Ja. So, jetzt haben wir es gleich, richtig? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dann gehen wir noch. 1. 2. Och nee, jetzt nicht hier. Komm, ich habe eh keinen Kies. So, mal alles nach oben. Alles, was nicht, ne, kommt da rein. Was nicht Werkzeug ist oder Waffengewalt, kommt jetzt bitte nach oben. Ja, eine Axt brauchen wir hier eigentlich höchst selten. Wir machen gerade hier mit Stein rum. Das ist auch wieder so unintelligent. So. Wieso haben wir jetzt eigentlich hier so viel. Wir bauen ein bisschen was davon ab. Oh, da ist ja. Oh. Sehr schön. So, jetzt muss ich nochmal zählen. 3, 1, 2, 3, 4. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wäre hier. 7. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. 5, 6 und die 7. Eine goldene 7. Richtig. So, jetzt haben wir nämlich insgesamt dann 14, 20. Richtig? 1, 2, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Genau, warum sage ich eigentlich 20? Familia, rette mich mal eben mit Bildbewegung. Ich sage, wir haben 7 und 7. Sind 14. Plus 3 ist 20. Wow. Ja. Es
Es tut mir echt leid, lässt sich nicht erklären. Es ist unerklärbar. So. Ja, danke. So. Das müssen wir gleich wieder zumachen. Genauso wie das. Aber wir wollen ein bisschen. Ich will noch ein bisschen Gravel mitnehmen. Das seht ihr jetzt gar nicht, dass ich da schon wieder Kohle abbaue, okay? Wir machen das gleich wieder zu. Wir haben ja genug Dirt. Wow, jetzt kommt eine ganze Kohlemine hier, danke. Es ist hier nur Schisselmarble, Mann. Ich hätte gerne Marble, den man nicht schisseln kann. Der Cobblestone Marble, den brauche ich doch. So, haben wir zufällig Dirt jetzt noch unten? Ne, haben wir Dirt dabei? Ja. Yep. Okay, machen wir das mal eben schnell zu direkt. Ich könnte vielleicht mal... Habe ich zufällig einen goldenen Helm dabei? Ja, habe ich. Ich könnte mal eine Erleuchtung haben. Für die Zuschauer, glaube ich. Danke. Weist mich ruhig darauf hin nach 30 Minuten. Oh, so, da haben wir das auch zu. Und ich sehe ja, und ich denke mir schon, boah, ist das dunkel. Ja klar, ist er dunkel, Junge. Ist er mitten im, ne, hier. So, jetzt müssen wir eben gucken. Das ist noch, das müssen wir noch zumachen. Das auch. Sonst komme ich jetzt gleich durcheinander. Wie immer. Und ich will nicht durcheinander kommen, das irritiert mich. Und dann werde ich traurig und dann muss ich weinen. Und dann kriege ich Heulkrämpfe. So. Jetzt machen wir eben... Nein. In der Hoffnung, dass wenig Monster kommen, genau. Machen wir das gleich wieder zu. So. Wow. Haben wir noch Dirt dabei? Nö, jetzt natürlich nicht. Aber wir haben noch Cobblestone, ne? Ja, wir haben ja Steine kriegen wir noch genug. Das ist jetzt nicht das Problem. Ey, nicht so, nicht so. So haben wir nicht gewettet, Junge. Dankeschön. So. Dann wäre das jetzt die Wand. Jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, wie wir das hier unten hingestalten. So, dann wäre die Wand jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 und 7 ist 14 plus 3 ist, wir haben es gerade gewusst, 20. Genau, wunderbar. So, dann gehen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Autsch, das geht nicht. Oh! Das ist aber jetzt ungünstig, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Minecraft. Wo sind wir denn hier? Ja, bei den Monoblocks, die kein Mensch braucht. Hä? Komme ich hier nicht raus? Ah! Oh, da ist Kohle. Ups. Ich mal eben kurz. Danke. Er ist aber lieb von Ihnen. Oh, wir möchten ein bisschen effektiv sein oder ein bisschen Luck mitnehmen. Das Monoblocks, das wollen wir nicht. Nee, da bin ich rigoros, das will ich einfach nicht. Danke. So. Nein, jetzt haben wir auch noch eine Höhle aufgetan. Das ist aber ätzend. Ich bin gleich fertig. Aber guck mal, so ein Kohlevorkommen kann man hier nicht liegen lassen. Ne? Das muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Auch wenn da jemand der Meinung ist, es reicht... Da hätte man nicht mal ganz unrecht. Oh! Hört das nochmal auf? Ich glaube nicht. Jo. Ja, gut.